ja, die Sparmaßnahmen an der Universität des Saarlandes. Ende Mai war es soweit und der ASTA hat eine zweite Demonstration organisiert, um auf die Sparmaßnahmen aufmerksam zu machen und etwas gegen die Sparmaßnahmen zu unternehmen. Rund 2000 Studierende sind auf die Straße gegangen und haben nach kurzen Worten des ASTAs sich auf den Weg gemacht von der Europagalerie über den Ludwigsplatz. Mit viel Lärm und provozierenden Schildern laufen die Studierenden zu ihrem Ziel. Am Landtag angekommen, werden flammende Reden gehalten. Aber das angestrebte Volumen ist einfach viel zu hoch. Die Universität wird nachhaltig geschadet. So setzt sich der Universitätspräsident stark für den Erhalt seiner Uni ein. Wir sind hier heute mit einer kleinen Delegation von 2000 Leuten. Wenn alle da wären, wären hier 18.600 Studenten und 5.000 Mitarbeiter. Das wäre eine Zahl, die einen Ruf nach Berlin, glaube ich, dort auch hören ließe. Ich möchte mal gern wissen, wie laut 2000 Leute in Richtung Berlin rufen können, um hochzurechnen, wie laut dann 22.000 rufen können. Wie laut kann es denn sein? Die müssen das in Berlin hören, dass wir... Wir haben ja letztens uns mit einem beschäftigt, der hat zu wenig Steuern gezahlt. Ging durch die Medien. Das, was jetzt passiert, ist Steuervorenthaltung. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt. Ich habe mal einfach in die Welt gesetzt. Das kann einfach nicht sein. Das sind die Mittel, die Ihre Eltern oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst aufgebracht haben. Das sind letztlich unsere Mittel, von denen wir mit Sicherheit erwarten können, dass sie in den Bildungsbereich fließen und in den Forschungsbereich. Denn das ist das Kapital unseres Landes. Das Kapital unseres Landes ist in Ihren Köpfen. Und das müssen die begreifen. Das ist nicht auf irgendwelchen Bankkonten mit 0,3% Zinsen. Wir können nur das Geld für die Forschung von außen ziehen. Und von außen heißt aus Brüssel und aus Berlin. Das Geld für die Lehre und für die Grundfinanzierung muss entweder aus dem Land oder aus dem Bund kommen und am besten in einer Kombination aus beidem. Wir haben Verständnis für die schwierige Haushaltssituation, aber es muss dieser Weg nach Berlin geöffnet werden. Noch eine Universität für Technik und Wirtschaft. Alles andere brauchen wir nicht an Fächern. Das ist eine Unverschämtheit. Eine Universität braucht ein Fächerspektrum und wir könnten uns solchen spannenden Themen wie den Potenzialen der Technik überhaupt nicht zuwenden, wenn wir nicht die anderen Disziplinen hätten, die anderen Studiengänge hätten, die sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, die uns als Gesellschaft zurzeit ganz zentral beschäftigen. Aber nicht nur die Studenten sind sauer, auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind von den Sparmaßnahmen betroffen. Mehr als ärgerlich ist es auch, dass das Land die zu erwartenden Tarifsteigerungen in Zukunft nicht mehr mitfinanzieren will. Beschäftigte an den Hochschulen werden bei den Tarifauseinandersetzungen in Zukunft nicht mehr ihre berechtigten Forderungen Nachdruck verleihen können, ohne ein Szenario von zusätzlichen, von ihnen ausgelösten Stellenstreichungen vor Augen zu haben. Den Tarif verhandelt das Land und die Hochschulen müssen zahlen. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist das schlichtweg unakzeptabel und dient in einer Zeit des Fachkräftemangels nicht gerade der Steigerung der Attraktivität der Hochschulen als Arbeitgeber. Ich höre von außen die Position, mir reicht auch eine in allen Bereichen mittelgute Uni. Das ist nicht meine Position. Und wenn das die Devise ist, dann steht jemand anders hier als ich. Denn das kann nicht sein. Eine Hochschule, eine Universität ist immer eine Einheit
von Forschung und Lehre. Wir haben nicht die Alternative, entweder gute Forschung oder breite Lehre, sondern wir müssen beides unter einem Dach vereinbaren. Und ich möchte damit einen sanften Übergang zu meiner Nachrednerin schaffen. Lasst mal. Lasst sie auch bitte dann zu Wort kommen. Wir möchten das hören. Und nun, was die Politik dazu zu sagen hat. Mein Name ist Susanne Reichrath. Ich bin Beauftragte der Ministerpräsidentin für Hochschulen, Wissenschaft und Forschung. Sie sind heute hierher gekommen, um sich einzusetzen für eine vielfältige Hochschullandschaft, für ein breites Fächerspektrum und für den Erhalt der Qualität der Lehre. Die Landesregierung erkennt sehr wohl, dass die Hochschule ein Jungbrunnen dieses Landes ist und auch ein Innovationsmotor. Aber wir dürfen auch nicht vor Fakten und übergreifenden Rahmenbedingungen die Augen verschließen. Das Saarland ist ein Haushaltsnotlagenland. Das heißt, es durchläuft zurzeit ein Sanierungsverfahren unter der Überwachung des Stabilitätsrates. Das heißt, dass wir derzeit jährlich 260 Millionen Konsolidierungshilfen erhalten, zusätzlich für dieses Land. Wir erhalten das aber nur und auch nur so lange, soweit wir die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Was soll dieser Quatsch? Die sollen endlich mal ein Konzept finden, wie wir das Geld in die Hochschulen kriegen. Und ich spreche dann nicht nur für uns. Ich spreche auch für die HTW, ich spreche auch für die anderen Hochschulen im Saarland und in der ganzen Bundesrepublik. Das Geld muss da endlich landen. Sonst haben wir Riesenprobleme. Und vor allen Dingen, wenn man dann sagt, das will ich, dann sollte man auch darüber mit den Betroffenen verhandeln. Hier stehen die Betroffenen. Die Studierenden, die zukünftigen Akademiker des Saarlandes und die Beschäftigten der Universität des Saarlandes. Insofern gehen wir in einem Zweischritt vor. Der Zweischritt heißt, auf der einen Seite eine Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu schaffen, trotz einer Haushaltskonsolidierung, dieses mit einem wohl abgestimmten Konzept feinfühlig, aber durchaus mit dem Blick nach vorne zu tun, um unsere Hochschulen auch zukunftsfähig zu machen. Wir setzen uns in der gleichen Zeit aber auch selbstverständlich dafür ein, dass mehr Bundesmittel hier ins Saarland fließen, auch für diese Hochschulen. Besten Dank. Herzliches Dankeschön, dass alles sehr ruhig geblieben ist, sehr gesittet war. Frau Dr. Reichrath, war zu erwarten.